Zibung hat die Ecke geahnt. Aber der war so scharf und platziert getreten, da gab es für ihn nichts zu halten. Michel Renkli gegen Jan Sommer. Michel Renkli, der war schon mal Cup-Sieger mit Wiel. Ich sagte es schon zu Beginn der Übertragung, 2004. Langer Anlauf. Renkli gegen Sommer. Und auch er trifft, 1:1. Marco Streller wird der Nächste sein. Werden wir hier noch einmal den Penalty von Renkli sehen. Kein Zungenspiel, kein gar nichts. Marco Streller gegen Zibung. Platziert tief in die Ecke. 2:1 für Basel. Moshe Ohayon, der nächste Schütze. War nicht lange im Spiel. Jan Sommer macht ein bisschen auf Psychokrieg, provoziert den Spieler. Und hält den Penalty. Das Psychospielchen hat Erfolg gebracht. Das hat er schon einmal gemacht. Vielleicht erinnern Sie sich gegen Zürichs Cermiti. Da hat er den so genervt, dass der auch verschossen hat. Hier hat er auch ein bisschen den Gegner gekitzelt. Psychologisch gekitzelt. Mit Erfolg. Also, Basel führt. 2:1. Jacques Sua, der Nächste. Sauber versenkt. 3:1 für Basel. Daniel Gigax. Auch da hält Jan Sommer wieder kurz Zwiesprache mit dem Schützen. Gigax gegen Sommer. Sommer ahnt die Ecke, aber Gigax trifft. 3:2, aber immer noch ein Tor Rückstand für den FC Luzern. Shaqiri ist der Nächste. Auch das ist Cup-Final, wenn man im Penaltyschießen einander noch zulachen kann. Shaqiri gegen Zibung. Shaqiri. Wow, Zibung war dran. 4:2. Florian Stachel, der Captain des FC Luzern, muss treffen. Sonst ist der FC Basel Cupsieger. Schauen Sie, Zibung war dran, aber zu scharf getreten. Stachel gegen Sommer. Und Sommer hält. Basel ist Cupsieger.